Hallo, meine lieben Freunde der rhythmischen Sportgymnastik. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Mafia Nummer 3. Und zwar die Episode Nummer 22. Und ich versuche ja gerade mal irgendeine Art Logik in das Spiel reinzukriegen, falls man da irgendwie davon sprechen kann. Ich habe heute Nacht offline noch die drei roten Autos geklaut für den einen Typen da, Burke, glaube ich, heißt er, oder? Und hab noch irgendeinen Schnapsladen überfallen oder so, oder irgendwas noch, so ein Nebending habe ich noch gemacht. Und dann kam plötzlich die Anzeige Errungenschaft freigeschaltet. Klare Sache, Boss, schalte alle Verbündete frei. Also ich habe jetzt, und das müssen anscheinend drei sein, also ich habe jetzt, also indem ich alle Nebenaufträge, eben wie gesagt, drei rote Autos holen, klauen, das war aber äußerst einfach, ging auch sehr schnell, und dreimal Schnapsladen überfallen, dreimal das da machen, Waffen, irgendwas, keine Ahnung. Also ich habe anscheinend jetzt alle Nebenaufträge weg und dadurch wurden alle drei anscheinend Verbündete freigeschaltet. Jo. Und jetzt versuchen wir das nochmal auf der Karte anzuschauen. Besser. Und ich wollte hier gerade nochmal Stielers Boot, da steht immer noch Stielers Boot, aber da ist kein Boot. Ist kein Boot mehr. Und genauso ist hier Stiel den Truck, da ist auch kein Truck mehr. Obwohl es noch angezeigt wird. Ich stehe hier gerade, aber da ist kein Boot. Da drin, da ist kein, ist nichts. Und jetzt versuche ich das nochmal auf der Karte. Da, also wir haben jetzt hier drei Hauptkapitel im Angebot. Und bei den Zusatzkapiteln haben wir zwei violette, ein grünes und zwei blaue. Da steht noch Stiel den Truck, der ist aber nicht mehr, kommt nichts mehr. Und da ist auch noch Stiel das Boot, da bin ich jetzt gerade, da ist aber nichts mehr. Also das sind anscheinend die drei Verbündeten, die drei Farben hier, violett, grün, blau. Und jetzt steht noch weise, jetzt muss ich denen einen Bezirk zuweisen. Das weiß ich aber nicht, wie das gehen soll. Das kann ich zwar markieren, entschuldige, aber da tut sich nichts. Aber anscheinend sind wir mit dem Käse fertig und müssen mit diesen drei, einem von diesen drei Hauptdingern, von den gelben, weitermachen. Und wenn wir jetzt auf die hier Verbündete, die Cassandra, der Vito und der Burke sind anscheinend jetzt diese drei Verbündeten, violett, blau und grün. Und die hier sind nix. Weil wenn man da hinschaut, da habe ich jetzt zwei von zwei abgeschlossen, das habe ich. Dann bei dem oder der habe ich zwei von zwei abgeschlossen. Und bei dem oder der, das war die Tante, da habe ich auch zwei von zwei abgeschlossen. Also die unten, die drei, das waren so nur Nebenaufträge anscheinend. Die habe ich. Und oben die drei, das sind die drei Verbündeten. Wenn man jetzt da mal reingeht. Siehst du, verbündete Verbesserung. Also das sind jetzt so die Hauptneben. Also nicht Neben, sondern Neben. Also die nicht ganz so daneben Aufträge. Und da sieht man jetzt Verbesserungen, Verbündete und Verbesserungen. Und man sieht hier, dass die gute Cassandra, die ist ja auf 10.000, das heißt Einnahmen, 100.000, Entschuldigung. So viele Nullen. Also je mehr die einnimmt, umso mehr Verbesserungen kriege ich. Und alle drei Verbündete sind aber jetzt hier oben, die drei, die sind alle jetzt bei 10.000. Siehst du, der ist, 100.000, Entschuldigung. Der ist auch bei 100.000. Und der da, das ist der dritte Verbündete, der grüne, der ist auch bei 100.000. Siehst du? Also ich habe jetzt alle drei auf 100.000. Und wenn du siehst, es geht auch bis 420.000. Also da haben wir noch einiges vor uns. 1 und 5 abgeschlossen. Das steht aber, steht bei allen 1 und 5 ab. Warte, schauen wir mal. Hier bei dem steht,
Hier auch 1 von 5 abgeschlossen. Oh weia, da kann ich ja noch. Hier steht auch 1 von 5 abgeschlossen. Also ich habe anscheinend bis jetzt alles soweit erledigt und bin bei jedem, haben wir das erste von 5 Dingern. Da kannst du jetzt vorstellen, wie viele Jahre ich da noch spielen kann hier. Leckt mich am Arm. Oh Mann, oh Mann. Aber ich folgere ganz harmlos und naiv mal daraus, dass ich bis jetzt anscheinend soweit alles gemacht habe. Und eben bei 100.000 bei allen drei Verbündeten bin, habt ihr alle freigeschaltet. Und jetzt müssen wir die noch weiter hochtreiben. Allerdings geht es jetzt im Moment anscheinend nur, indem wir mit den drei gelben Dingern weitermachen. Das sind die Hauptdinger. Und das heißt immer, triff dich mit Donovan, triff dich mit Donovan, triff dich mit Donovan. Also so viel zur Logik des Spiels, falls man da hier von Logik sprechen will. Gut. Also ich habe jetzt hier einfach mal das nächste da ausgewählt. Triff dich mit Donovan. Gut, dann machen wir das jetzt mal. Kann ja nicht so schwer sein. Gut, ich klaue das Auto hier, weil das Ding, das ist ja ganz. Hoppla. Jetzt komme ich wahrscheinlich nicht mehr raus, warte. Ja, ich bin da irgendwo im Sumpf. Jetzt fahre ich wahrscheinlich wieder. Uch, warte, nee. Oh, da geht's in den Sumpf rein. Scheiße. Oh, jetzt ist er wieder. Ah ja, gut, das war. Ja, nachts sieht man hier nichts mehr. Das ist zum Scheiße schreien. Entschuldige, wo soll ich denn jetzt hin? Ich muss da rüber auf die Brücke. Ach du Scheiße. Ach, jetzt bin ich schon wieder, da kommen die Krokugatoren. Bin ich schon wieder im Sumpf. Wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Komm, leck mich doch am Arm. Wie komme ich denn mal raus? Ach du Kacke, da komme ich echt nicht raus. Da ist keine Straße und nix. Du Scheiße, jetzt muss ich wieder darüber schwimmen. Gut, jetzt schwimmen wir darüber, komm. Ach, ja, nachts sieht man da nichts. Komisch, gell? Jetzt frisst mich einer. Siehst du? Hoppla, das ging aber schnell. Hat mich einer gefressen hier. Komm, Junge. Das ist toll, das Spiel. Da ist der nächste, oder? Ach komm. Ja, au, leckt mich am Arm. Jetzt bin ich aber weg hier. Komm, ich sehe nichts. Siehst du was? Ich sehe nichts. Hat der keine Taschenlampe? Jetzt sind wir auf der Straße, oder? Ist das eine Straße? Nee, da vorne. Nee, das Spiel macht mich fertig. Gut. Jetzt holen wir uns ein Auto. Und mit den Gefallen, Ich da bin im Bayou und brauche was zum Fahren. komm Ich gehe ich noch eben auch pennen, noch dann nicht bringe ich ihn raus zu ganz dir. daher gefallen. Da steht 1, Violett 1, Grün haben wir aber 3 und der Blaue auch 3. Wieso habe ich da bloß 1 und da 3, 3? Kann man das einer erklären? Das wieder mal zur Logik, obwohl ich anscheinend alles gemacht habe, ist trotzdem 133. Da kann Wir mir haben mal einen Motor, alles was du brauchst. Das ist kann eine große Hilfe. kann mir mal einer bitte erklären oder auch. Ach, der kommt jetzt, geh rein da. Das kann bitte nicht erklären, weil dann kriege ich Hirnsausen. Oder und dergleichen. Gut, jetzt fahren wir jetzt einfach dahin, oder? Das machen wir da jetzt mal mit der Hauptgeschichte weiter. Ich kriege echt Hirnsausen bei dem Spiel. Naja, aber läuft doch bis jetzt ganz, hoppla, ganz gut, oder? Also, ich meine, für 49,99 kann man doch gar nicht beschweren. Und ich kann schon mittlerweile fast schon gut Auto fahren. Das ist Wahnsinn. Schau her, boah. Schau her, ich bin schon richtig gut hier. Fast gut. Also im Vergleich zum Anfang des schönen Käsespiels hier namens Hoppla Mafia 3. Gut. Huh. Da gut, aha.
Sind wir? Ja, sind wir richtig. Gut, jetzt fahren wir da hin, oder? Oh, oh, toll, schau her. Da hinten, da brennt's, oder was? Nee. Was brennt denn da? Der Baum brennt, oder wie? Ich glaube, mein Hut brennt. Ich glaube, mir brennt der Hut. Das war so ein Standardspruch bei der Bundeswehr. Gut. Oder der tote Vogel in der Tasche, das war auch so ein Bundeswehrspruch. Ich glaube, du hast einen toten Vogel in der Tasche. So, da war aber was anderes gemeint damit. Da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. Hoppla. Da durch. Hoppla. Schön, ja. Oh, oh, jetzt habe ich mich verfranst, oder? Nee. Weißt du, wo das herkommt, der Ausdruck verfransen? Das wird übrigens mit Z geschrieben. Das kommt tatsächlich vom Franz. Verfranzen. Also das ist, hat nichts mit Fransen zu tun, sondern kommt tatsächlich vom Franz. Und zwar war der Franz war früher im Flugzeug der Navigator quasi. Und wenn der Franz die falsche Richtung angegeben hat, dann hat man sich verfranzt. Da kommt das übrigens her. Mit dem Verfranzen ist also tatsächlich der liebe Franz. Sind wir jetzt, ah doch, ja, haben wir uns nicht verfranzt. Gut, dann weiter. Schau her, ich muss hier erzählen und steuern. Oh, da sind viele Sicherungen. Das muss mir erstmal einer nachmachen. Als wieso, oh, jetzt musst du da den Berg, oh nee, den Berg auf, hoppla. Im Frühtau zu Berge wir ziehen, tralala. Es grünen die Wälder, die Höhen, tralala. Oder so ähnlich, keine Ahnung. Im Frühtau, hoppla, wo kommt man jetzt dahin? Komm, erklären wir das bitte nicht. Das will ich gar nicht wissen. Schau her, da sind wir da völlig. Moment, entschuldige, kurze Pause. Ich habe hier Kaffee am Start, Kaffeepause. Oh nee, Barclay Mills, oh nee. Mhm. Barclay James Harvest, kennst du die Gruppe noch? Kannst du mal gut, Barclay. Barclay, James, Harvest. Hoppla, so, Gas geben. Sind wir gleich da, schon. Ja, tolle Gegend, da waren wir, hoppla. In Serpentines geht's hier zu Berge. Gen Berg. Nicht. Oh, oh, oh! Da ist ein Point of Interest. Schau her, guckst du. Da müssen wir gleich einen Abhörer einbauen. Schau her. Wo ist er? Da vorne. Hoffentlich erschießt mich einer. Gott sei Dank ist das mit dem Knacken hier, Schlossknacken, einfach, also geht gut, weil es gibt Spiele, da kannst du, also da ist gleich noch was hier, ja. Oh nee, da darf ich jetzt aber nicht rein, ach du Scheiße, ja gut, komm, LM, jetzt gehen wir zu dem Heini, aber ich habe wieder was schon her. Haben wir wieder was verfranzt, vermint? Schau her. Boah. Oh. Na gut, fahren wir da hin zu dem. Hoppla, ich habe hier am schick eingeparkt. Gut, fahren wir da. Das war eine Schallplatte, oder? Boah, Schallplatte, das kennt keine Sau mehr. Plattenspieler, boah. Ich habe 50 nicht. Ich habe, ja, wie viele? 7 oder 8 Plattenspieler habe ich. Oh, au! Hoppla, da sind wir schon. Wo ist der, Heini? Trifft dich mit. Nee, hier wieder. Ach, jetzt muss ich mich wieder auf so eine Bank. Au! Gut, jetzt darf ich nicht drunter quatschen. Hoppla. Schau her. Heinz Rüdiger, schaut auf die Uhr. Schon mal von Enzo Conti gehört? Ja, hallo. Ich glaube, Sammy hat ihn mal erwähnt.
61 Jahre, Mafia-Urgestein, hat seit Ewigkeiten in Barkley Mills das Sagen. Erst hat er die Eisenbahn erpresst, dann ist er auf Industriemüll umgestiegen. Das ganze schwere Gerät, das Material für den Casinobau, Stahl, Betonschalungen, das ganze Zeug, ist alles mit Enzos Zügen rangeschafft worden. Das ist Equipment im Wert von Millionen. Wer hat den ganzen Scheiß offiziell in Empfang genommen? Marcano ist ein Gangster, also braucht er einen Partner, eine Art Schattenmann. Wenn das so ist, hat der eine gute Tarnung. Aus seinen Akten bin ich jedenfalls nicht schlau geworden. Also muss Enzo uns sagen, wer das ist. Laut meiner Quellen ist Enzo kein Fan des Casinos. Er glaubt, alle außer Sal Marcano werden voll auf die Schnauze fallen. Vielleicht bringe ich ihn so auf unsere Seite. Wird schwer sein, ihn zu überzeugen, aber versuch's ruhig. Seine Eisenbahn-Connection steht noch und den Industriemüll muss er ja irgendwo bunkern. Da würde ich mal anfangen. Ich übernehme seinen Bezirk. Dann rufe ich ihn vom Motel aus an und mache ihm Angebot. Wenn er nicht mitspielt, zeigst du ihm, wie die Vietcong sowas lösen. Oh, der Heinz Rüdiger. Mehr Müllentsorgung. Nee. Ach Gott, jetzt was habe ich jetzt? Story After Fry geschaltet. Entschuldigung. Schusswaffeln. Rede mit Conny DeMarc. Huh? Enzo Ferrari. Das war der Ferrari-Erfinder. Der Enzo. Bla. 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 Gut. Was müssen wir jetzt machen? Huch, das ist da vorne. Nee. Rede. Na, das machen wir doch, oder? Müssen wir das jetzt als nächstes? Weiß keine Sau. Ja, komm, wenn es schon da steht. Nehmen wir das doch, oder? Da gehen wir jetzt hin. Da watschelt der Heinz Rüdiger jetzt mal gleich los hier. Schau her. Boah, schicke Gegend. Huch. Da ist eine Sicherung, die nehme ich jetzt, komm. Wenn wir schon da sind, weil das nervt mich immer. Hoppla, die haben hier eine schicke Bude. Sonst ist nicht da. Dazu, deswegen zur Polizei zu gehen. Ich sag, nicht du bist mitten so. In der Nacht im Park überfallen worden. Das kann ich da reingehen, oder? Aber dann macht er erst recht. Muss ich erstmal mit dem Typen. Ach, das ist jetzt ein. Irgendeiner. Hey, wen haben wir denn da? Freut mich, dass du noch lebst, Conny. Scheiße. Ging ganz schön runter, als du das Lagerhaus in River Row übernommen hast. Bin aber heil rausgekommen. Du weißt was über den Güterbahnhof in Barkley? Yep, mal im Vertrauen, nur unter uns. Dieser Freund von dir mit dem schicken braunen Anzug dachte, du musst ein Auge auf Pizzantinis Transportbetrieb haben. Was treibt der denn so? Er ist für den Schutz hier in Barkley zuständig. Wenn das Zeug, das du per Zug verschickst, da ankommen soll, wo du willst, dann bezahlst du Pete's Leute. Klingt ziemlich unbedeutend für einen von Marcanos Leuten. Volle Punktzahl. Warum gibt's wohl in der Stadt so viele Schießeisen? Marcano und Enzo lassen sie von Santini reinschmuggeln. Wenn du die Deals hochgehen lässt, schädigst du Pete's Geschäfte. Na schön. Mal sehen, ob ich an die Karte komme. Man sieht sich. Das ja, mach Santinis Leuten Druck, dann werden die schon plaudern. Pizza, schau, da gibt's Pizza. Sonst gibt's hier nichts mit Soße. Dann gehen wir da raus. Und now. Hallo auch. Was machen die? Die suchen Trüffeln wahrscheinlich. Oder Pilze. Was muss ich denn jetzt machen? Erklär mir bitte nicht, was ich. Entschuldige, warte. Aha. Warte, das ist alles das Abgeschlossene, gell? Aha, jetzt, die sind die drei Story-Kapitel. Und da haben wir jetzt. Da weiß ich immer nicht, welcher ausgewählt ist. Der jetzt, Schusswaffen. Das müssen wir jetzt machen, oder? Nee, warte. Jetzt kenne ich mich wieder nicht mehr, noch weniger. Ach komm, pack dir mal das Müll und so. Rede mit. Das ist die Kacke.
Rede. Ach, Kack, ist das ein Käse. Öffne die Karte, um ein Ziel auszuwählen. Ich werde gleich wahnsinnig. Ich fange das Schreien an. Ach komm. Müllentsorgung, Barclay-Mills, da sind wir doch, oder? Auswählen. Müssen wir zuerst das machen, oder? Rede. Ja, ja, ja. Ach, das hatten wir jetzt, oder? Ach so, das ist erledigt. Also. Ach, warte, die Scheiße, es geht. Hat der, ach, Dreck. Waffenkarte, hat der nicht was von Waffenkarte gesagt? Dann machen wir das jetzt. Waffenkarte. Keine Ahnung. Wie ist denn das? 302 Meter, na komm, dann gehen wir. Kann ja nicht so weit sein. Ach komm, das ist wieder 30 Kilometern. Kannst du mir eine neue Karre besorgen? Ich bin in Barclay. Ich gehe noch eben pissen, dann bringe ich ihn raus. Steht die Waffenkarte, das kann ja nicht so schwer sein. Komm her. Vier Räder und ein Motor, alles was du brauchst. Das ist eine große Hilfe. Okay. Huch, da ist ein Playboy, oder? Soll ich den, kann ich den? Warte. Da vorne. Oder? Ja. Da ist eine Sicherung. Und da. Na, wenn wir schon da sind, oder? Komm. Ah, nee, da muss ich ja wissen. Wo ist ein Ding? Hä? Ach komm, da hätte ich gar nicht. Nee. Da, aha. Huch, jetzt muss ich wieder raus. Raus aus dem Haus, wo ist mein Auto? Da vorne. Dort ist wieder einer. Nee, da ist es. Gut. Gehen wir da rein. Muss ich turnen? Und los. Ach, jetzt muss ich da wieder runter. Schau her. Schick. Huch, wo ist denn das? Ein Fiat 500? Nee, Ford Escort. Ein, was hat der El Bundy? Ein Dodge. Dodge. Komm. Da, ah, da rein. Du weißt, wenn wir nicht halten die an, oder? Fahren die weg. So, oh. Gut. Uch, grün. Oh, warte, da. Stiehl die, Dings da, Waffenkarte. Oh, weia. Stiehl Santinis Waffenkarte. Oh, da ist der Güterbahnhof. So, jetzt müssen wir gleich in Schleichmodus. Oh, nee, Kaffee. Pause. Die Klamotten von den Burschen sind sehr hart aus der Mode, dass sie schon beinahe wieder Mode sind. Und sein verdammter Haaransatz fängt irgendwie in seinem... Sind die lieb? Ja. War, Wachpost. Oh, du Scheiße. Da drin, oh, da drin. Hm. Ach, scheiße, Wachposten. Wie viele? Da ist auch was drin.
Was Blaues. Nee. Oh nee. Da hauen wir den um. Hoffentlich sind da nicht hoch. Wo gehen denn der hin? Na komm. Kohle. Da ist da wohl. Schallplatte. Ha? Da. Schallplatte. Huch. Da macht sich wieder einer frei hier. Da, ha? Zu früh gefreut. Hoppla. Da ist da. Huch. Stiehl die Waffe. Ach, passt mal. Kann ich da fahren? Da ist doch. Was ist da? Da ist nichts drin. Ich hoffe ja, dass der irgendwann mal Gesundheitsbalken und so Scherze. Bin ich bescheuert? Dass ich da irgendwann mal mehr aushalten kann, beziehungsweise ich werde nicht aufhören, dich zu suchen. Heinzi, die kommen zu zweit, die Bösen. Double Feature. Ja, okay, ja. Gut. Keiner mehr? Es ist kein. Komm, was ist da? Kohle. Huch, was ist denn das? Achso. Die Waffel, da ist Kohle. Wo ist jetzt die Dreckskarte? Warte, Wachposten. Huch, was ist da? Ein Geräusch. Da ist auch schon, ja, Eisenbahn-Dings da. Ach, da hinten, da müssen wir noch einen, da ist was Blaues. Müssen wir noch einen loswerden. Komm her. Ups, in den Hinterteil. Hinein. Da ist was Blaues. Da ist noch einer. Nicht willkommen, Hohlkopf. Oh nee. Da ist noch einer. Da sind noch einige. Was? Da ist was Blaues. Wo ist denn das? Direkt hinter mir. Ist es oben? Unten? Das kann doch nicht sein. Da. Ich werd wahnsinnig. Das glaube ich nicht. Wachposten. Wo ist denn das? Das glaube ich nicht. Geht's da oben noch rauf? Hier, komm. Das ist oben. Ach, das wird das so ein Bild wahrscheinlich wieder. Nee. Ja, da ist ein blauer. Der steht da. Das gab's doch nicht. Das glaube ich gar nicht. Ist das in dem Zug drin? Nee. Ach, da steht schon wieder einer. Komm, das kann nicht sein. Jetzt kommt wieder einer. Jetzt warte. Kohle. Wo ist jetzt die Drecks... Waffenkarte? Ich werde wahnsinnig. Wo ist denn da?
Ah, schon. Oh nee, was ist denn das? Nee, hoppla, Raketenwerfer. Ach, das muss ich sprengen, oder wie? Das kommt. Das müsste ich sprengen. Und wo ist jetzt die Dreckswaffen? Habe ich die jetzt so, oder wie? Was sagt mein Auftrag? Ach, jetzt da hinten Handel mit bla bla. Ich will aber darauf noch, komm. Da oben, da ist Zeug. Wenn wir schon da sind, komm. Da ist nämlich... Huch. Da ist einer. Huch, da kommt einer. Oh, nee. Da ist ein Bild. Glaube ich. Komm her. Wenn man schon da schaut, da ist Kohle, da hockt eine. Oh, weh, weh. Die ist aber nicht tot. Was habe ich da gerade gehört? Jetzt haben wir die zwei noch um, dann können wir die Kohle klauen und das Bild klauen. Und der netten Dame hier guten Tag sagen. Oder? Wenn wir schon da sind, komm. Jetzt haben wir da noch einen. Oh nee. Ha! Wie komme ich denn da rein? Gar nicht. Ah, da unten latscht da unten wieder einer rum, das glaube ich nicht. Da hinten. Ach, okay, komm. Jetzt gehe ich da rein. Ich habe die Waffel, Sorte. Weg. Den haue ich jetzt um. Dann ruft die Bullen, oder wie? Nee. Da ist ein Bild irgendwo. Da. Das, jetzt sehe ich nichts mehr. Müssen wir die Kohle klauen? Da hocken überall Tanten. Da kommt Kohle. Wahnsinn, das glaube ich nicht. Da ist eine Notiz, oder? Da brauchen wir die. Es ist mich. Hoppla. Schussige Weste. Käsekuchen. Das Spiel. Ja, ich kann jetzt sehr dimmen, das merkt die gar nicht schon her. Was ist das? Kohle? Schon her. Boah, 25.000. Oh nee. Ach, verbleibender Schaden. Ach, das ist verbleibender. Was haben wir hier alles, oder? Oh nee. Und jetzt müsste ich unten das noch sprengen, oder? Dann ist noch mehr Schaden, oder wie? Das erklärst du mir bitte nicht. Da unten war doch noch einer. Die verschwinden auch wieder. Die tauchen plötzlich aus dem Nichts auf und verschwinden ebenso. Das muss ich aber sprengen, oder? Dann ist der Schaden am Dampfen, oder? Wie spreng ich das? Mit, muss man sprengen. Mit Sprengstoff. Jetzt warte. Was habe ich denn? Handgranate. Hier mal eine Handgranate. Huch, das ist das Neue. Irgend so ein Sprengstoff-Dings da. Da habe ich aber kein nix. Das war auch neu. Dafür, dass ich alle Verbündeten freigeschaltet habe, glaube ich, habe ich die Sprengstoff-Käse. Jetzt nehmen wir das da und hauen es da hin. Hoppla. Huch. Ah, jetzt siehst du, das haut haut dem Schaden rein. Auf der Suche nach Eden. Jetzt kommt einer. Aber ich habe alles gesprengt. Boah. Hä? Auf der Suche? Ah, da läuft. Das ist aber nicht die, oder? Oh Gott, lass mich nicht so verrecken. Die zeugt aber die Rufung. Oh, ruft die Zeugung. Lass mich nicht so verrecken. Soll ich die beruhigen? Warte, die ruft die Zeugen. Das ist aber nicht schlimm. Die haue ich bloß um, oder? Häng. So. Huch. Ah! Hebt mir aus dem Weg! Zeugen, das brauche ich gar nicht. Und den auch nicht. Ah, da kommen. Jetzt kommen die alle.
Ah nee, jetzt komm. Kommen die alle hier? Blut wurde vergossen. Ich kann hier nicht bleiben. Ja, ja. Geh weg, Tante. Ich suche mir eine Deckung. Hä? Sieh mal an, was ich gefunden habe. Ah nee, jetzt kommt der Idiot. Du hast dich mit den Falschen angelegt. Da hinten war noch Kohle, oder? Ah, was ist da wieder? Warum bin ich rot? Oh nee, Kampf. Wo? Da ist noch einer. Da schießt einer. Ah, Wachbossenalarm. Ah nee, scheiße. Das muss ich abhauen. Ah, warte, wo ist denn? Hier herrscht ein scheiß Chaos. Schickt alle her. Ah nee, zu spät, scheiße. Ach, kack. Waffe weg. Jetzt muss ich raus hier. Wo geht's denn da raus? Ah, nee, jetzt. Jetzt muss ich mich da verstecken. Ah, nee. Kann ich mich verstecken, oder? Hab ihn im Visier! Ah, nee. Ach, kacke. Hä? Kommt da einer? Der Scheißkerl! Wurde vergossen! Hab einen entdeckt, Jungs! Ach komm! Was ist denn da wieder los? Das Spiel macht mich fertig. Hier! Darauf warte ich schon den ganzen! Komm, hau den um, Mensch! Ach, das Spiel macht mich fertig. Wo geht's denn da hin? Ah, da geht's. Das Spiel macht mich fertig. Ach, jetzt kommen da tausend. Nachladen? Komm, lad nach. Ich werd wahnsinnig. Verbleibender Schaden, 15. Ah, ja. Ah, das Spiel war. Komm, Entschuldigung. Vielleicht ist der hier drüben? Ach komm. Kann man da nicht hinten rausgehen? Komm. Aus dem Weg, Leute! Ah, nee. Lächeln, Arschloch! Er schießt den Arsch endlich! Ah. Ich werd wahnsinnig. Jetzt kommt da. Jetzt kommt der, kommen plötzlich aus dem. Ja. Ach komm, das Spiel ist mir zu hoch. Jetzt aber raus hier, oder? Ist jetzt noch ein Idiot? Das Spiel macht. Da ist der Kohle. Komm, jetzt gehen wir raus. Ich krieg hier noch die Flöhe. Oh nee. Oh. 6000 Dollar. Kommt, kann die Tante da reinfahren? Ich muss ein bisschen Cash loswerden in Barclay. Das Spiel macht mich. Etwas Geduld, bin sofort da. Ready. Oh nee, komm. Die kann da nicht reinfahren. Ach komm, was machst du da hinten? Die stehen mitten auf der Straße. Die macht mich fertig. Schau her. Ich habe weniger Zähne was und weniger Geduld. Ich bin unterwegs. Melde dich, wenn du mich brauchst. Geld eingezahlt. And now, Friends of the Rhythmic Sports Gymnastics. Was haben wir jetzt am Start? Verbleibender. Stiehl die Waffel. Befrage die Zucker. Oh. Solltest du vielleicht lieber nachts. Zuschlagen. Das hört sich aber gar nicht gut an. Lass Santins Waffengeschäfte platzen. Oh nee.
Handel mit Militärwaffen. Ach du Scheiße, nee. Du solltest Verstärkung herbeirufen, du solltest eine schusssichere Weste anlegen. Nee, das machen wir nicht. Befrage die, das machen wir jetzt, oder? Ach, ich stehe direkt an einem Käsepunkt schon her. Verteilerkosten. Da vorne, oder? Da vorne. Komm. Na, sieh mal einer an. Bin ich froh, dich zu sehen. Hä? Wie geht's? Ja. Da vorne ist ein Verteiler. Hoppla. Schau her. Na, das machen wir doch. Hier bei der netten Dame. Vom Müttergenesungswerk. Hoch, Bullen. Hoch. Abhörpunkt. Immer noch besser als mit Santini rumzeigen. Ja gut, das ist eine kommunistische Propaganda. Da gehen wir jetzt rein. Und dann da hinten rechts um die Ecke, oder? Da ist wieder unterbefugtes Betreten. Oder so. Da vorne, da hinten. Dann haben wir das. Der gute Karl hängt da an der Wand. Karl Marx. Gut, dann gehen wir da wieder raus. And now muss man da hin. Oh Scheiße. Ach du Scheiße. Da bin ich jetzt zu Fuß. Naja, bis der mit dem Auto kommt, oder? Da könnte ich noch zu Fuß hingehen, oder? 200 Meter. Das schaffen wir noch, oder? Schaffen wir das noch? 150 Meter, 140, hoppla. Vielleicht schaffen wir das noch. Bevor wir befragen, ach du Scheiße. Wachposten. Habe ich eine Waffe in der Hand? Nee. Befragen. Wachposten. Da ist eine Sicherung. Die nehme ich. Wo ist der Käse? Befragen. Oh nee. Hä? Da. Wachposten. Befragen. Oh nee. Wo sind denn die? Hä? Befragen. Läuft der weg? Muss ich den einfangen? Nee, warte. Meine Ohrstöpsel vergessen. Dieses Alter der Züge ruiniert mir noch die Trommelfälle. Da ist nur einer, oder wie? Nee. Die waren in deinen Ohren? Ach, komm. Da sind 3000. Befragen. Ach du Scheiße. Der kommt der. Das Spiel macht mich ready. Also ich würde ja liebend gern einen Cheat nehmen oder Trainer, weil komm, das ist jetzt immer dasselbe. Also ich muss die befragen, umhauen. Mich stundenlang anschleichen und wenn ich mit dem Cheat da könnte ich die schneller befragen, aber dann heißt sie noch, der nimmt einen Cheat, nee. Aber dann bräuchte ich während des Videos. Jetzt kommt noch einer. Da könnte man hier ein bisschen schneller voran, weil es ist doch eh immer dasselbe. Komm, ich muss den umhauen. Dann kommt der nächste. Und so weiter. Und da könnte man ein bisschen schneller voranwatscheln. Und da müssen wir nicht dauernd. Verstehst du? Aber dann heißt es wieder, ich würde cheaten. Befragen. Den jetzt. Hoppla, komm her. Ich hab da drüben was gehört. Ja. Komm her, den. Und jetzt den befragen. Komm, ist da nur noch der? Den jetzt befragen. Komm her. Befragung.
Du erzählst mir jetzt alles über Santinis Schmugglerring. Mr. Santini hat ein paar mickrige Waffengeschäfte durchgezogen. Ich weiß, wo er das Geld versteckt hat. Anwerben. Das ist besser, oder? Bleib in der Stadt. Dein Arsch gehört jetzt mir. Also, ja, hoppla. Räum Santinis Geldversteck aus. Oh, 13.000. Da drin ist noch was, oder? Wie komme ich da rein? Nee, da ist noch einer. Ach, Kack. Da ist noch einer. Komm. Nee. Da oben. Das Gaul. Komm her. Macht der? Noch einer. Nee, da ist doch wieder ein Ding. Ach, ich werde wahnsinnig. Da unten? Wo? Da ruft wieder einer die Bullen, das glaube ich nicht. Wo komme ich denn da rein? Da drin? Da ist doch ein. Wie komme ich denn da rein? Der kommt jetzt aber raus, oder wie? Ich krieg hier Flöhe. Wie komme ich denn da rein? Gar nicht. Schau her. Ach, da. Peng. Oh, jetzt Kalkül. Da haben wir Kohle. Huch, jetzt kommt einer. Kommt der nächste. Bleiben da schauen. Räumen Santinis Geldversteck aus. Habe ich eine Waffe? Nee. Jetzt haben wir alles, oder? Bleibender Schaden. Räumen sein Teams Geld. Der ruft die Bullen. Peng. Gut. Haben wir jetzt alles eingesammelt? Schon, oder? Gut, dann haben wir ab. Das könnte Ärger bedeuten. Was? Ich höre schon Stimmen. Der nächste, komm. Das glaube ich nicht. Die tauchen aus dem Nichts auf, da kommt wieder einer. Kann jetzt gar nicht das Auto. Fahr da hin, komm. Ja. Oh, das ist auch ein Schick. Wie lange spiele ich schon? Oh, noch 10 Minuten. Kurze Kaffeepause, 10 Minuten. Schaffen wir das noch? Dann hätten wir wieder ein paar befragt. Pause. Leiche, ja komm, so viel Zeugen kann ich. Oh, der hat Power. So viel Zeugen kann ich gar nicht umbringen. Wieder immer. Boah, der hat Power. Oh, nee. Was ist denn das für eine Karre? Die zieht ab, Junge. Oh, warte. Oh, nee. Komm, jetzt bin ich wieder voll in der Scheiße. Oh, nee. Oh, Bullen. Ach, du Kacke. Jetzt muss ich zuerst den da an der Ecke umhauen. Den da. Oh, nee. Räum Santinis Geldversteck. Tut mir sehr leid. Oh, komm. Komm her. Zeit zu... Genau. Zeuge? Ach, da sind 10.000. Ach, komm. Ah, nee. Das glaube ich nicht. Das war mal der kleine Junge von jemandem. Ah, nee. Das glaube ich gar nicht. Oh, du Scheiße. Schau, wie viele das sind. Das glaube ich nicht. Muss man den... Den nehmen. Nichts. Ist das jetzt das, wo ich die schusssichere Weste brauche, oder wie? Oh, nee. Da war doch irgendwas. Oh.
Jetzt ist da hinten wieder. Ach so, nee. Das kann doch gar nicht. Da steht einer. Feindliche Käsezone. Da steht einer. Ach komm. Oh nee. Wachposten. Ja, komm her. Huch, der kommt tatsächlich. Komm her. Oh nee. Es kommt wieder von hinten einer. Ah ja. Er war doch gerade noch hier. Ah ja. Ich spiele verstecken. Da kommt einer, nee. Komm her. Ja, tut mir leid, aber ohne Trainer, ohne Cheat kann ich da. Und sonst muss ich den ganzen Dreck wieder von vorne. Das will keiner. Ach komm. Oh nee. Ach du Scheiße. Oh nee. Das ist doch zum. Ja, ja. Ich hol mir jetzt dann einen Trainer. Ich mag nicht mehr. Komm, das dauert immer 30 Jahre. Da. Und wir wissen doch, wie es funktioniert. Und dauert aber immer 10 Stunden. Na komm. Nee. Der watschelt da. Achso, die sind alle drin jetzt, gell? Kann ich nicht oben raufgehen? Nehme ich den oben, wenn ich hinkomme. Aha, den. Oh, der hat eine Brille. Verfluchter Mist. Oh. Scheiße, mach den alle. Oh nee. Ach, jetzt kommt. Oh nee, jetzt kommen die rauf. Oh nee, das wollen wir gar nicht. Oh. Ist ja wieder einer weniger. Nicht, dass sie nachwachsen. Sie schießen da blöd in der Gegend rum. Komm da. Huch, da kommt einer. Oh. Ich kümmere mich drum. Ja, ja. Der Penner hat sich verdrückt. Hört auf zu träumen und findet diesen Wichser. Gott, verdammt, wir müssen. Zwei, drei. Immer noch drei. Komm her. Gott verdammt, wir müssen dieses ab. Na gut. Jetzt sind es noch zwei. Da waren es nur noch zwei. Wo ist denn der Idiot? Komm her. Komm. Jetzt ist nur noch einer, oder? Vielleicht ist er hier. Hier drüben. Genau. Komm her. Und jetzt haben wir alle, oder? So, oder? Es muss sich die Dinger wieder sprengen, oder? Sonst. Warte, ist da oben noch Kohle oder so? Also. Das ist da, warte. Ah, da ist die Kasse. 12.600. Oh. Was? Okay. Ach so. Ach, das war's jetzt. Okay. Da ist eine Notiz. Was soll man mit der Drecksnotiz immer? Notiz lesen. Bla, 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 bla. Pizza. Öffne die Karte, um eine Karte zu öffnen. Achso, das ist die Notiz. Dann haben wir, das müssen wir aber sprengen, oder? Sonst kommen wir hier nicht weiter. Was ist denn das wieder für ein Schalter?
Oh, ah nee, das machen wir dazu. Ach, jetzt geht's denn. Ach, scheiße, das war nicht gut. Jetzt müssen wir das sprengen. Sonst ist da nichts, oder? Nee. Gesammelt haben wir alles, oder? Nun war ja, da muss ich aber wieder Handgranaten. Warte. Da. Drei Dinge braucht der Mann. Warte, was habe ich denn am Start? 4 Handgranaten, dann nehmen wir jetzt wieder eine, oder? Dahin. Ah! Oh. Huch! Weg hier. Verbleibender Schaden. Warte, vielleicht schaffe ich die Schadenssumme hier noch. Warte. Da oben ist noch einer. Dann hätten wir das schon etwas näher. Da ist die Drecksnotiz. Da ist noch ein Ding. Und dann müssen wir wieder Pause. Uch, oh je, wir müssen wieder Pause. Na, Pause machen. Gut, jetzt haue ich das Ding dahin. Ah. Und now? What happens now? Verbleibender Schaden $1600. Na komm, das werde ich doch schaffen. Verbleibender Schaden. Oh. Ah komm, das Ding, scheiß Ding. Achso, ja, jetzt müssen wir Schluss machen, Freunde der Nacht. Gespeichert hat er. Jetzt gehen wir mal raus. Ja, ist ja wurscht, weil jetzt müssen wir Schluss machen. Gut. Gehen wir einfach raus. Gut, Freunde. Wir haben die Schadenssumme fast erreicht. Machen Päuschen und gleich geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Der liebe Heinz Rüdiger, der hier. Und ich, der liebe Tom, wir verabschieden uns hier an dieser Stelle von dir, danken dir fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, empfehle uns gern weiter. Und ansonsten, tschüss, bis zum nächsten Video.